Okay, hier das erste Video zum GMC C25 1968. Das Hauptproblem, was wir hier haben, ist, dass jemand die Kiste zerlegt hat und nichts aufgeschrieben hat, keine Fotos gemacht hat, gar nichts. Und das war ein Angestellter von einem Kumpel, nennt sich Automechaniker. Und ich muss jetzt das Puzzle zusammenbringen. Wir hatten riesen Probleme gehabt mit der Bremse, überhaupt mal die richtigen Bremsen zu kriegen, weil hat jemand wahrscheinlich irgendwann mal im Laufe der Zeit eine andere Achse drunter montiert und darum passen original Bremsen nicht. Doch fangen wir am Anfang an. Wir haben die Kiste in Nürnberg abgeholt. Es hieß, der Body wäre rostfrei und der Motor läuft. Zu Hause angekommen haben wir gemerkt, der Body sind beide Rockers komplett. Kompletter Marsch, war unser Fehler, hätten wir halt besser gucken sollen und wir hätten den auch auf jeden Fall drauf bestehen sollen, dass der angeht, weil Motor angelassen, haben wir sofort gemerkt, hat einen Lagerschaden, der war ein komplettes Fiasko, also Motor kompletter Marsch, Karosserie muss gemacht werden. Mein Kumpel, dem die Karre gehört, hat sich entschieden, ihn komplett zu zerlegen. Dann kam der Grobmotoriker und hat ihn halt zerlegt. Was ihr jetzt hier seht, die Karre hat eine super geile Patina, und da haben wir riesig Freude und wir haben dann angefangen, den zu lackieren. Also besser gesagt, alles zu reinigen, alles zu zerlegen, abzuschleifen, zu entrosten und dann haben wir den, wie ihr hier seht, mit Brando Crux angefangen zu lackieren. Okay, wir haben zwar scheiß Licht. Ich hoffe, das rächt sich später nicht, aber das ist mal die erste Schicht Brando Crux. Brando Crux? Ja, so heißt der Scheiß, glaube ich, ne? Sieht eigentlich schon ziemlich geil aus, finde ich. So für einen 1K-Lack. Das verläuft eigentlich auch ziemlich schön. Und hätte man mehr Licht gehabt, hätte man besser auf Verlauf spritzen können, aber naja. Jammern kann man immer, ne? Cool. Okay. Letzte Schicht. Letzte Schicht Brando Crux drüber. Ich habe das Zeug noch nie verarbeitet. Bin mal gespannt, wie das wird. Ich denke, es sieht schon ziemlich cool aus. Ja, und dann geht es die Tage weiter. Im nächsten Video fangen wir dann an, den 383er Stroker zu bauen und ja, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, würde uns sehr freuen und auf bald!